dobrodošli na našem kanalu. So, Samir, was gucken wir uns heute an? Heute gucken wir wieder Balkan-Videos. Tanja Savic hat ein neues Lied rausgebracht, das heißt Strance. Und Nicolia, da freue ich mich ein bisschen mehr drauf. Das Lied heißt Cia Grad. Grad heißt auch Stadt, oder? Ja. Die Stadt leuchtet sozusagen, heißt es. Scheint. Tanja Savic hat auch nice Songs, muss ich sagen. Ich glaube, Lager Lager war echt ein cooler Song. Habe ich im Kopf noch. Bye Bye. Ist auch von ihr gewesen. Ah, ja, aber ich fand Lager Lager besser. Und Nicolias letztes Album habe ich gefeiert. Das war der gefeiert. Hammer. So, halte ich es mal. Aber generell, genial. Ich glaube, ich mag fast, ich sag mal, zu 99% mag ich ihre Lieder. Aber Tanja hat auch eine schöne Stimme, deswegen bin ich auch gespannt. Die erkennt man. Fangen wir an mit Strance. Was heißt Strance? Ja, Strance, wahrscheinlich in dem Zusammenhang sowas wie Unbekannte. Eigentlich heißt Strance Ausländer, aber ich denke mal, hier ist halt eher sowas gemeint wie, man kennt sich, aber man ist sich nicht. Ich muss sagen, ich schaue zum ersten Mal ein Video an von Tanja. Ich wusste jetzt nie, ob sie alt oder jung ist. Die ist schon ein bisschen älter. Echt? Ja. Ein bisschen. Die sieht nicht so alt aus. Das heißt, so, ich glaube, die ist Mitte 30 oder so. Ich glaube, die ist mit Darko Lasic verheiratet, wenn ich mich richtig erinnere. Oder war das eine andere? Die kenne ich auch, glaube ich, vom Namen her. War der auch in Belgrad? Na, doch. Ja? An dem Tag waren wir aber nicht so lange da. Beim Music Week Festival. Ah nee, seine Frau heißt glaube ich Anna Sevic oder so. Nice, dass da so Trommel. Ja. Bisschen Beat rein. Und jetzt. Das ist ein ruhiger Saison, ne? Auch. Mhm. Oh, das sieht nice aus. Das erinnert mich ein bisschen an Senita irgendwie. Mit der Brille und dem Anzug-Dings. Wieso macht sie das? Ist die Serbin oder? Das Lied war, ist okay. Ich fand jetzt Lager Lager besser, aber auch ist auch ein anderes Ziel natürlich. Der ist wahrscheinlich ein bisschen, muss ich auch sagen, deeper, vielleicht traurig. Ja, ja, geht halt um ein paar. Und deswegen, das, dass die jetzt wie zwei Unbekannte sind. Also ungefähr. Yes. Korea. Ja. Sia grad. Ob das genauso langsam wird oder schneller?
Conny hat nicht so oft langsame Lieder. Nice Outfit. Aber ich muss sagen, der hat immer so extravagant, catchy Outfits. Die Frisur auch, so nur zwei, so ein bisschen Haare da unten. Der Aufbau. Oh. Das sieht interessant aus, als hätte ich einen Bart. Okay. Ich höre ihn geil. Leider habe ich die verpasst in Düsseldorf. Ich hoffe, die kommt dieses Jahr noch nach Deutschland. Die kommt bestimmt. Und wenn nicht, dann nächstes Jahr. Sieht geil aus, wie es leuchtet hier so. Hat sie Alkohol auf der Hand. Ja, geht's ja ab. Sie feiert. Der boxt. Ja. Sie macht kommen und die Kamera geht weg. Auch interessant. Okay. Also ich muss sagen, es war gut, aber mir gefiel das Album besser. Ja? Ja. Also ich fand es auch richtig cool, das Lied, aber die vom Album toppt das nicht. Also wenn es im Album wäre, wäre es nach... Wird das Album halt noch wär's geiler gewesen. Ja. Sein, ja. Wäre es schon mal Top 3, glaube ich. Top 3, 4, so. Ja, kann man so sagen. Das war echt... Fand ich jetzt auch besser als Tanjas Lied zum Beispiel. Und ja, was wäre das große? Ja. Ich fand's Tanja, geiler. Wundert mich, dass Tanja jetzt wieder so viele Songs macht. Ich glaube, die ist ja jetzt schon länger im Business-Geschäft. Früher hat die halt viele Lieder gehabt und dann habe ich irgendwie gar nichts mehr von der gehört. Und jetzt, die letzten, ich sag mal, das letzte Jahr, kamen doch schon ein paar Lieder von ihr, ne? Vor allem mit Rimski und... Ja, das eine mit Rimski, das andere mit Corona. Und... Ja, freut mich auf jeden Fall. Vielleicht macht, bringt sie dann noch ein Album raus, vielleicht ganz oder so. Wer weiß. Ja, im Balkan ist eher selten, dass man ein Album rausbringt. Macht man eher weniger. Ja, habe ich schon mitbekommen. Das ist nicht so... Wie heißt es? So üblich halt, oder? Verdient man nicht viel mit. Okay. Weil da geht's nicht eher um die Verkäufe der Alben, sondern du machst die halt, damit du öfter gebucht wirst für die Clubs und so. Mhm. Damit du immer noch beliebt bist und so. Und wenn du dann ein ganzes Album rausbringst, dann vergeht's ja schneller. So haust du deine ganzen Lieder auf einmal im Album raus und dann musst du wieder neue finden. Macht Sinn. Ja. So Leute, welches hier hat euch mehr gefallen? Nicolia oder Tanja Savage? Und schreibt es in die Kommentare. Ja. Oder eine Umfrage. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert für mehr Videos und kommentiert gerne mehr Vorschläge, was ihr gerne sehen möchtet. Und dann würde ich sagen: Dovidenia. Vidimos, hä? Ist das richtig? Ja. Ciao.